Ein Video von mir im Liegen, wer hätte es gedacht? Ja, langsam könnte ich mich doch mal wieder melden. Ich habe zwar schon einige Videos abgedreht gehabt, aber nicht hochgeladen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jemand interessiert, was ich da gefilmt habe. Als ich zum Beispiel am Wochenende beim alten Haus war von uns und da dann halt einfach gefilmt habe, was ich mitgenommen habe an Lebensmitteln, was ich da eingekauft habe, gekocht habe. Und dann habe ich da einfach so ein bisschen zu erzählt und Tipps zugegeben und so weiter. Aber ich hatte irgendwie keine Lust, das alles zusammenzuschneiden, hochzuladen. Und nachher gefällt es sowieso nur so drei Leuten oder so. Weiß ich nicht, ob euch das ja reizt. Ja, seit der dritten Woche, das müsste jetzt die dritte Woche sein, bin ich, darüber möchte ich ein bisschen erzählen, in einer sogenannten Aktivierungsmaßnahme des ja, des Jobcenters hier. Und ja, was man dazu sagen kann halt, ich muss sagen, dadurch löst sich bei mir gerade sehr, sehr viel auf, so von den Vorurteilen her, von einer gewissen Sozialphobie her. Das löst sich jetzt alles gerade komplett auf und merke, dass ich eigentlich zumindest bereits viel weniger sozialphobisch bin, als die meisten Menschen es sind. Obwohl ich früher sehr, sehr krass sozialphobisch war. Ich merke einfach, wie die anderen Leute auch einfach nur in Anführungszeichen normale Menschen sind. Und die Erwartung, dass die einen irgendwie in irgendeine Arbeit reinstecken wollen oder sowas, sind überhaupt nicht eingetroffen. Das ist ganz anders. Die sind da sogar sehr, sehr offen, sehr freundlich und ja, offen für Neues und waren auch, also sind von mir eigentlich begeistert sogar, auch mit der veganen Lebensweise. Ich habe da jetzt auch jede Woche für 10 Personen vegan gekocht und die finden das alle total lecker halt. Ja, die sogenannten Betreuer da oder sowas, die tragen halt auch diese Chucks, diese Turnschuhe öfters. Eine ist auch Vegetarierin. Und da gibt es dann auch gewisse Veranstaltungen immer, zum Beispiel eine Schuldenberaterin oder Arbeitsgericht, also dass man dabei sitzt, oder wir waren hier im Klostergarten, das ist für barrierefreies Wohnen und soziales Wohnen auch und Wohnen für Leute mit Demenz, aber in einer Gemeinschaft, wo sich jeder gegenseitig hilft. Zusammen mit dem Caritasverband wird das gemacht. Und heute war dann, ne Moment, da war noch was. Genau, am Donnerstag waren wir Äpfel pflücken. Das fand ich sehr, sehr genial, weil das ist ja eigentlich so das, was ich auch machen möchte. Also kurzfristig gesehen, dass ich einfach bei der Obst- und Gemüseernte helfe. Und mir hat das wirklich dann extrem Spaß gemacht, weil ich halt diese Verbindung, fast schon spirituelle Verbindung zu Obst halt habe. Und da konnte ich mir dann auch 10 Kilo Äpfel meiner Lieblingssorte, Cox Orange, mitnehmen. Und vielleicht kann ich das dann samstägig öfters machen. Kriege ich dann zwar nur 5 € pro Stunde, kann mir dann aber immer 10 Kilo Äpfel mitnehmen. Und wenn ich dann halt 6 Stunden da arbeite und diese Äpfel kriege ich für 3 € das Kilo im Supermarkt, dann hätte ich umgerechnet nochmal 5 € pro Stunde, dann wäre ich mit den Äpfeln halt so über 10 € pro Stunde. Ich würde sogar noch mehr Äpfel mitnehmen eigentlich. Also in 6 Stunden kann ich 100 bis 150 Kilo Äpfel sammeln. Das ist vom letzten Mal rausgekommen. Und da kann ich doch 10 Kilo oder 15 Kilo mitnehmen pro Woche. Ja. Also Apfelernte. Auch allgemein, also die Leute, die für den grünen Bereich da zuständig sind, die haben auch gesagt, ja, ich hatte halt auch mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, dass ich halt lieber unabhängig leben möchte, nicht so in dieser Konsumgesellschaft und ja eine Selbstversorgung betreibe und sowas. Also das fand ich halt echt aufschlussreich, dass in Anführungszeichen so normale Leute halt sich auch Gedanken um sowas machen, das auch mal so vorgehabt haben. Das aber halt nicht geschafft haben, weil sie halt ein, sag ich mal, bequemeres Leben haben wollen. Was natürlich auch in Ordnung ist, weil
dann ist das auch besser für diese Leute, weil es für gewisse Leute ist es auch einfach zu anstrengend, sage ich mal. Und das ist dann ja auch für die Leute kein Leben. Für gewisse Leute ist es zum Beispiel auch zu anstrengend, komplett ohne Nahrung zu leben. Für andere ist es wiederum zu anstrengend, komplett ohne Tierprodukte zu leben. Und weil einfach jeder eine andere geistige Entwicklung hat und das braucht auch einfach seine Zeit. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dass das bei den Menschen sogar positiv ankommt, was ich halt so vorhab. Auch mit dem minimalistischen Lebensstil und ja, dass ich halt noch einen Minijob suche und so weiter, maximal Teilzeit. Und das wird da ganz locker aufgenommen. Und meinte der eine auch, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass ich da auch nicht genommen werde und sowas. Also das hätte auch drüber gewitzelt. Ja, Herr Gollor, 5.000 € monatlich sofort nehmen wir und so weiter. Also können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe da halt auch erzählt, dass ich ja mittelfristig auch Coachings im Thema Ernährung und Fitness und so weiter machen möchte. Haben wir auch schon so eine Visitenkarte und so weiter erstellt. Also ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar und froh darum, dass es so eine Maßnahme gibt. Auch wenn da viel auch rumgegammelt wird, teilweise ist halt nicht immer alles gut oder schlecht. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar um diesen Sozialstaat und dass sich diese Menschen da auch total für engagieren. Also das ist in einem SOS-Kinderdorf hier in Kevela. Und ja, deswegen sind da auch alle Menschen mega nett, weil in so einem SS-Kinderdorf ist ja klar, dass das, ja, das ist einfach so ein hohes soziales Engagement da, dass auch klar ist, da ist auch ein Betreuer, der zum Beispiel Metal hört. Ja, und die sind eigentlich halt, wie gesagt, ziemlich offen. Und auch die Leute, die dabei sind, also das ist schon teilweise so, dass da ab und zu halt wirklich Stress ist, dass der eine wirklich ausrastet irgendwie und einen anderen beleidigt und sowas. Das gibt's schon, das macht total Stress. Also ich habe halt gemerkt, ich muss eigentlich jetzt jeden Tag kochen, um diesen Stress auszuhalten. Oder fast jeden Tag. Weil es sind halt auch so 35 Stunden in der Woche. Und das ist teilweise schon stressig, muss ich sagen. Aber ich will das jetzt mal. Genau, und heute war halt eine da, die eigentlich Langzeitarbeitslose mit Schwerbehinderung berät, die war dann nicht Aushilfe, sondern wie heißt das, Vertretung. Und die hatte aber sehr, sehr viel Erfahrung, schon über 15 Jahre macht die den Job und die wusste im Prinzip alles. Ich war total verwundert, dass sie irgendwie alles wusste zu jedem Thema. Also wir saßen da zu sechst und jeder hat so, dann hat sie uns erstmal nach unserer Vision gefragt. Das fand ich auch schon mal erstmal sehr, sehr spannend, dass Leute nach einer Vision fragen und nicht einfach danach gucken, ja, der Job ist frei, kannst du machen, also mach das. Sondern die hat wirklich nach der Vision gefragt und dann nach dem nächsten Schritt, nach dem nächsten realistischen Schritt, den man dafür tut und ob das halt auch wirklich realistisch ist. Und jeder hatte was komplett anderes bei uns und die wusste zu jedem Thema fast alles. Ne? Dann kam ich und dann dachte ich erstmal, ja, mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, langfristiges Ziel oder sogar mittelfristig eine Selbstversorgung, eine gemeinschaftliche Selbstversorgung und währenddessen der nächste Schritt, minimalistisches Leben aufrechterhalten und weiter minimalisieren, dass halt die Miete komplett wegfällt, indem ich in den Bauwagen erstmal umziehe, also für eine Übergangszeit. Muss ja nichts Dauerhaftes sein, ist im Leben sowieso nicht. Und dafür dann erstmal einen Aushilfsjob, maximal Teilzeitjob in der Biobranche oder vegetarische, veganen Branche suche. Und wenn es da nichts findet, kann man dann weiter gucken. Apfelernte allgemein, was nicht unbedingt Bio sein muss. Besonders am Niederrhein gibt es sehr, sehr viele Streuobstwiesen und momentan ist Apfelernte. Und das macht halt keiner, das machen viel zu wenige. Die Bauern, die sind da sogar froh, dass das überhaupt aufgesammelt wird. Deswegen kann ich da auch kostenlos eigentlich so viel mitnehmen, wo geht. Ja, und ja, zusammen mit einem wie nennt man das, basierten oder fruchtbasierten Lebensstil. Und hat gesagt, ja, kennen Sie denn den und den? Der macht in Berlin Vorträge für Permakultur. Und ich meine, fast niemand kennt den Begriff Permakultur. Wahrscheinlich die Zuschauer hier, die werden zu einem gewissen Anteil auch nicht wissen, was eine Permakultur ist.
Die legt man halt einmal an über einen gewissen Zeitraum und dann braucht man die nicht wirklich zu pflegen. Und die ergänzt sich gegenseitig, aber auf natürlicher Basis. Da wird auch zum Beispiel irgendwo ein kleiner Teich angelegt, um die Sonnenstrahlen zu reflektieren, damit da halt ein wärmeres Biotop entsteht für gewisse Pflanzen oder dass halt eine gewisse Pflanze neben eine andere gestellt wird, damit die Schädlinge abhält und so weiter. Das ist halt das Prinzip der Permakultur, dass halt nicht viel gemacht werden muss, außer regelmäßig geerntet werden muss. Und vielleicht etwas zurückgeschnitten werden muss, damit das nicht alles überwuchert. Aber in erster Linie halt so die Ernte, sage ich mal. Und ja, das kennt fast niemand und das wusste die auch. Und hat sie gesagt, ja, da gibt jemanden in Berlin Vorträge über Permakultur und der wohnt hier in Kevelawinnekundonk, also direkt um die Ecke. Auch richtig krass, dass er so direkt um die Ecke ist. Und wir haben hier auch in Kevela, hat sie gesagt, einen Gemeinschaftsgarten, also Urban Gardening. Gibt es keine Internetpräsenz von, sonst hätte ich das gefunden. Und dann macht die sogar selber mit. Aber die wusste, richtig krass, dass sie zu dem Thema das dann halt auch so viel wusste. Und ja, aber auch zu allen anderen Themen. Jemand wollte einen Kiosk erstellen, da wusste die auch genau fachspezifisch alles, was dazu wichtig ist. Und eine wollte einen Gnadenhof machen und mit ihm mache ich eventuell auch was zusammen, komme ich gleich zu. Und einer wollte Anästhesist werden und die wusste einfach zu jedem Thema alles. Das war so krass irgendwie. Ich habe mich am Ende auch so voll bedankt bei ihr, als sie mir noch die Adresse auch gegeben hat von diesem Urban Gardening, dass sie das so gut geregelt hat, weil es hat mich wirklich umgehauen und inspiriert irgendwie. Richtig krass. Und ich habe auch irgendwie so am Anfang, als sie reinkamen, auch erstmal so voll gedacht, als ob das so ein Engel wäre irgendwie. Sah halt eigentlich äußerlich überhaupt nicht so aus und auch so ganz normal aus, aber von den Augen her, von der Ausstrahlung her und von der Mimik und Gestik her. Aber kompletter Realist, das ist sie in Person. Also überhaupt nicht ideologisch und so weiter. Kompletter Realist. Und ich glaube, das ist so das, was die Welt eigentlich am meisten braucht. Ich dachte immer, die braucht so eher so Ideologen, also die halt einen gewissen Traum haben, und wirklich wollen, aber im Prinzip braucht die Welt eigentlich mehr Realisten, damit die Dinge vorangehen und nicht so, also selbst die meisten Leute, die sind eigentlich nicht Realisten in dieser Welt. Und deswegen funktioniert, glaube ich, das meiste nicht. Ich glaube, diese Vernunft und Klarheit, also und einen scharfen Verstand, und das ist sehr, sehr stark an Realismus geknüpft. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil das ist eigentlich die Philosophie, immer den bestmöglichsten und sinnvollsten Schritt zu machen, um das zu erreichen, was man erreichen möchte. Und damit erreicht man dann viel schneller eigentlich seine Ideologie anstelle dessen, direkt 10 Schritte zu weit vorauszudenken an seine Ideologie heran und dann halt nichts hinzubekommen und die ganze Zeit daran rumzudenken und so weiter. Und in der Falle habe ich mich halt auch lange Zeit befunden und dadurch, dass ich ja nicht sehr viel in der realen Welt unterwegs war, sage ich mal, habe ich halt auch diese Vorurteile aufgebaut und also mich halt von den Internetmeinungen und so weiter mitreißen lassen, wie die Welt halt sei. Und hab dann halt auch gedacht, ja, die am Amt wollen einen nur irgendwie schnellstmöglich halt in irgendeine Arbeit reinzwängen und so weiter. Also ist überhaupt nicht so. Die hat auch gesagt, dass es psychologisch einfach keinen Sinn macht, eine Arbeit aufzunehmen, die einem keinen Spaß macht, weil das langfristig macht das einem psychologisch kaputt. Und dann kann man die nicht mehr weiterführen. Und das ist halt dieser Realismus. Und das ist der Realismus, der auch Arbeitgebern fehlt und der Welt eigentlich fehlt. Und das ist halt eigentlich genau das Richtige. Dieser Weg, dass man einfach ganz klar die Tatsachen einfach sieht, anerkennt und danach halt lebt. Und die hat auch komplett immer, also jeder Einzelne, der da saß, hatte. War nicht jeder Einzelne, aber einige davon hatten ein gewisses Problem in Bezug auf die Jobsuche und das Ausüben eines
Jobs oder eine Arbeit und die hat so lange nachgefragt, bis das Licht auf die genau richtige Stelle drauf geworfen wurde. Also sie hat nicht nachgegeben, bis wirklich komplett die Sache belichtet wurde, die belichtet werden muss, damit diese Person weiterkommt. Und auch wenn das dann schmerzhaft für diese Person ist und anerkennen muss für sich selber, dass sie irgendwo einen Fehler hat und dass es deswegen nicht weitergeht, das muss erkannt werden und muss man sich eingestehen, damit man eben weiterkommt. Und das hat sie halt nämlich geschafft. Und dieses Licht auf die Sache rücken, das ist eigentlich auch typisch eigentlich für wahre Engel, sage ich mal. Also es ist meine Meinung. Man denkt dann immer halt, Engel wären so total mega liebevoll und so weiter. Aber im Prinzip ist das ja auch maximale Liebe, weil da genau dadurch wird man nämlich weitergebracht und nicht durch irgendwas, ach ja, du bist ja total gut und so weiter und du hast ja, trägst ja überhaupt keine Schuld und so weiter. Dadurch kommen die Leute ja nicht weiter. Im Endeffekt. Und das finde ich einfach super gut und hat mich total inspiriert. Ja, das ist so diese Maßnahmen und das, ich bin da wirklich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für diesen Sozialstaat eigentlich. Dass da sowas, also mich hat das enorm in meiner Entwicklung jetzt schon in ein paar Wochen weitergebracht. Besonders im sozialen Bereich, auch mit den Leuten, die da sind, die finde ich auch alle super nett. Ist auch einer, der Metal hört zum Beispiel, mit dem habe ich ja natürlich Parallelen und der ist auch noch ein bisschen kindlich geblieben, obwohl er schon 39 ist und geht auch auf so Rollenspiele ab und so weiter. Hat auch irgendeinen Job mit PCs mal ausgeführt, und das ist halt auch noch mein Bereich gewesen, ein starkes Hobby für mich gewesen. Eine andere Person, die ganz auf Computerspiele abgeht, auch auf Rollenspiele, kann mich dann auch sehr gut mit verbinden, unterhalten. Und eine Person, die ADS hat, im Erwachsenenalter, ist in meinem Alter, die erinnert mich immer total an Cold Mirror irgendwie. Und ja, auch Computerspiele gleichzeitig, auch die Musik. Also wir verstehen uns total. Und das ist halt die, die auch diesen Gnadenhof erstellen will, vordergründig für Pferde. Und sie hat auch eine Freundin, wo ihr Pferd ist, die einen großen Hof hat, wo noch viel Platz ist, was man aber renovieren müsste. Und das wird, ja, da könnten wir mit drei Personen hin und jeweils 200 Euro Miete zahlen und dann zusammen was machen. Dass ich dann halt diese ganze Wiesenfläche nutze, um halt Obst und Gemüse anzubauen. Und sie dann irgendwie auf Spendenbasis so langsam und mit ihrem zusätzlichen Job einen Gnadenhof aufbauen kann, ich auch mithelfen kann, wir aber erstmal renovieren. Das könnte ein Projekt sein, was sich demnächst ergibt, weil das ist halt genauso mein Ziel, irgendeinen alten Bauernhof. Und da gemeinsam Projekte starten. Das muss ja noch nicht direkt perfekt sein. Das ist halt wieder dieses zu ideologische. Also man muss erstmal irgendwo starten und Praxiserfahrung sammeln. Und deswegen ist das auch gut bei dem Urban Gardening, wo ich dann nächsten Freitag hingehen kann, dass ich da dann erstmal halt Praxiserfahrung sammle in Bezug mit, ja, wie ich halt Pflanzen umbaue und so weiter. Wobei ich mir ehrlich gesagt doch trotzdem nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das will. Sie hat auch gesagt, also die Person, dass es das Wichtigste ist, sich zu entscheiden, weil sonst kommt einfach gar nichts. Und damit stimme ich teilweise nur überein, weil ich habe halt so das Wissen, diese Lichtnahrungsgeschichte halt. Und wenn ich, also es gibt halt, also wenn mir das so nicht genug Spaß machen würde oder zu viel Zeit nehmen würde, um das zu tun, was ich eigentlich tun möchte, also was ich eigentlich am liebsten tun möchte. Also diese Selbstversorgung, die ist halt nur so ein, ja, sag ich mal, also ich rede erstmal, also ich erzähle erstmal, was ich eigentlich am meisten tun möchte. Das ist Verantwortung übernehmen. Am meisten halt über andere Menschen, indem ich halt Menschen helfe, im übertragenen Sinne an die Hand nehme, vielleicht psychologisch zur Heilung beitragen kann, aber auch körperlich zur Heilung beitragen kann, aber auch pädagogisch halt irgendwas tun kann. Zum Beispiel, was die im SOS Kinderdorf tun, die übernehmen ja auch viel Verantwortung und das würde ich eigentlich so am liebsten machen, dass ich anderen Menschen
darüber einfach helfe, indem ich Verantwortung übernehme, ein bisschen anleite, sage ich mal, immer auf liebender Basis, natürlich und individuell. Ich kann mir aber auch sowas wie ADS-Beratung, ADS-Bewältigung vorstellen, dann halt klar für als Coachings für Ernährung und Fitness. Ich könnte mir das aber auch in diesen pädagogisch-sozialen Bereichen vorstellen, Leuten zu helfen, irgendwas ja zu erreichen, was es auch immer ist, dass es so ein, einfach so ein Personal Coach einfach ist, weil ich selber bin eigentlich komplett zufrieden und glücklich mit meinem Leben und mit meiner Existenz und habe eigentlich keinerlei Probleme, muss ich sagen. Und ich sehe aber die meisten Leute, dass sie Probleme haben, obwohl die eigentlich, wobei ich gleichzeitig oft sehe, dass sie gar nicht nötig sind, dass man sich deswegen Probleme oder Stress macht. Und ja, das möchte ich einfach versuchen, so weiter zu vermitteln. Das ist so das, was ich am liebsten machen würde, so also Verantwortung übernehmen, aber auch gegenüber der Natur zum Beispiel. Und es kann auch verschieden aussehen, also im Naturschutz arbeiten oder halt für gewisse Sachen kämpfen, auch für die Tiere. Eine Permakultur kann natürlich auch eine Aufforstung sein, der Natur einfach, dass man dadurch die Natur, ja, dass man da sowas beisteuert im positiven Sinne. Oder irgendwelche Projekte macht oder Informationen verbreitet bezüglich Umweltschutz und Minimalismus in Form von Plastikvermeidung, auch Müllvermeidung und sowas. Das ist auch eine Form von Verantwortung, die ich halt sehr, sehr gerne übernehmen würde. Und diese Selbstversorgung, das ist eine, also ich will auch gleichzeitig Menschen inspirieren, aber das ist ja diese Verantwortung übernehmen. Also es hängt zumindest stark zusammen für mich. Und diese gemeinschaftliche Selbstversorgung wäre zum Beispiel ein Modell, um zu zeigen, wie man halt leben kann, größtenteils außerhalb der Konsumgesellschaft und Leistungsgesellschaft und ja im friedlichen Miteinander mit Mensch, Tier, Natur und Umwelt allgemein und sich selber auch. Das ist auch eigentlich so das Wichtigste erstmal. Ja, und das dann auch für mich selber und für eine Gemeinschaft zu realisieren. Das, weil ich das eigentlich so das optimalste Lebenskonzept also empfinde. Man kann natürlich auch noch ganz normal eine Wohnung nehmen und so weiter und isoliert leben. Also ich glaube, dass einfach jeder wieder auf einer anderen Entwicklungsstufe ist und deswegen auch was anderes sucht und auch das, was anderes das Wichtigste ist. Aber ich denke schon, dass es trotzdem irgendwann, wenn man halt eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, in diese Richtung geht, dass man wieder in einer Gemeinschaft lebt und sich regionaler organisiert und nicht so zentral organisiert und dadurch dann ganz viel Abhängigkeit von Politik erlebt und so weiter. Und sehr, sehr viele Fehlentscheidungen gemacht werden. Und dass man einfach dieses Regionale wieder mehr integriert. Aber da muss ich nicht unbedingt der Mensch sein, der dann sich um Lebensmittel kümmert. Das ist halt so die Sache. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, wie das mit Permakultur und Obst- und Gemüseanbauen ist. Und letztendlich weiß ich ja sowieso, dass ich letztendlich auch komplett ohne Nahrungsmittel auskommen kann. Ob ich das will, ist eine andere Frage. Und im Prinzip will ich dann eigentlich eher diese geistigen Ebenen bekleiden, sage ich mal. Und ich will auch viel in der Natur sein und auch ja, in der Natur arbeiten macht mir halt viel Spaß. Deswegen will ich halt erstmal diese Praxiserfahrung halt sammeln, um zu gucken, ob das für mich was ist. Und das ist halt der realistisch nächste Schritt für mich. Und ich habe mich halt auch gleichzeitig beworben für Minijob, maximal Teilzeitjob, Bioladen, das habe ich ja schon erzählt. Da warte ich noch bis zum Winter, hat sie gesagt, da ist eventuell im Winter was frei. Und auf dem Biohof hier in Kevela und in einem veganen, vegetarischen Restaurant, die auch Vorträge machen über gesunde Ernährung. Und auch Kochkurse haben, aber jetzt ist die Seite irgendwie down und da erinnere ich mich an die Worte von einem Freund, der Logistik studiert, der gesagt hat, dass die meisten Restaurants
innerhalb von 1 bis 2 Jahren schließen. Das Restaurant gibt es jetzt ein Jahr. Und das könnte sein, dass es ist wirklich geschlossen ist. Weil ich war auch letztes Mal, bin da hingefahren mit dem Fahrrad und da war das auch nicht offen, obwohl das innerhalb der Öffnungszeiten war. Ansonsten gibt es noch andere Biohöfe, aber nicht mehr ganz in der Nähe. Da muss ich dann gucken, wie ich hinkomme. Das ist so das Kurzfristige, um halt ja irgendwie Kohle zu haben, um ja, ich brauch, müsste mir auch einen Bauwagen holen oder vielleicht mache ich halt mit den Leuten das Projekt auf dem Hof. Das muss man sich mal angucken, dann kostet es 200 Kaltmiete, glaube ich. Ja, 200 Kaltmiete, Minijob. Also es könnte schon knapp werden mit einem Minijob, aber es dürfte passen, wenn ich das mit der Krankenversicherung irgendwie deichsel. Oder dass ich die Krankenversicherung einfach vom Amt bezahlen lasse, weil ich sowieso davon ausgehe, dass ich keine Krankenversicherung, also diese Beiträge nicht in Zukunft nutzen werde oder brauchen müsste. Was ich die letzten 10 Jahre circa auch nicht gebraucht habe und ja, glaube ich einfach nicht. Also es kann sein, dass ich innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre mal doch mir irgendwas breche oder so und das dann bezahlt werden muss. Aber deswegen mache ich mir dann auch keinen Stress, dass ich dann irgendwie doppelt so viel arbeiten muss. Also Teilzeit statt Aushilfe, also 20 Stunden statt 10 Stunden, nur damit ich dann irgendwie 50 bis 100 € mehr habe, um mir eine Krankenversicherung leisten zu können. Aber vielleicht kann man sich auch eine günstige Auslandskrankenversicherung anschaffen. Das muss ich einfach mal gucken. Ja. Und das war das Update. Also, wie man gehört hat, geht es bei mir voran. Ernährungstechnisch habe ich ja auch mal kurz angedeutet, also mit dem Stress da und mit den 35 Stunden. Ich habe ja auch noch nie in meinem Leben offiziell irgendwo gearbeitet, sage ich mal. Und das ist ja jetzt fast Vollzeit und das ist dann natürlich eine starke Umstellung für mich. Auch dieses Soziale war erstmal oder ist auch noch eine stärkere Umstellung für mich. Und das ist schon stressig, sage ich mal. Jo. Aber ich bin absolut zufrieden trotzdem, wie es ist momentan. Und ja, habe aber trotzdem wieder Lust, mehr in Richtung Rohkost zu gehen. Ja. Also an Früchten habe ich momentan wirklich genug. Da mangelt es nicht dran. Wenn, dann mangelt es an Salat, der biologisch ist, weil nicht biologischen Salat, der ist so krass gespritzt, also das, die Wirkung, die negative Wirkung, die überwiegt einfach die positive, das bringt nichts. Und um so einen Biosalat zu kriegen, muss ich entweder 25 Kilometer Fahrrad fahren. Und dann reicht der Salat wahrscheinlich auch nicht für die ganze Woche oder wird vorher schlecht und muss dann also 2 Mal die Woche. Oder ich muss am Freitag in einem Zeitfenster von 2 Stunden auf den Markt gehen, wo ich aber eigentlich in dieser Maßnahme bin. Das heißt, ich müsste in der Kaffeepause oder so dahin. Naja, da muss ich mal gucken. Also daran scheitert es eigentlich momentan. Manchmal, ja, ich bin halt wieder so vergiftet, dass dann irgendwann einfach gar keine Energie mehr da ist, wenn man nichts isst und dann hat, muss man aber Dinge erledigen. Das heißt, man braucht Energie. Und wenn da halt kein Salat da ist, Früchte nützen nichts, die also öfters nützen nichts, morgens, mittags schon, danach eher nicht mehr. Dann regen die Entgiftung nur noch stärker an und man hat, hat eigentlich noch weniger Energie insgesamt. Und da braucht man einfach irgendwie einen Salat mit ganz viel Zeug und Gedöns, am besten noch ein Avocado und so weiter. Die ist dann natürlich auch wieder teuer. Man kann aber auch Sonnenblumenkerne mit Wasser pürieren, ist dann eine günstigere Variante. Ungefähr 10-mal günstiger. Ja, muss ich mit dem Salat einfach gucken, daran scheitert es eigentlich momentan, ehrlich gesagt. Dann mache ich mir aber immer gedünstetes Gemüse stattdessen. Dass ich dann auch Brokkoli nehme, also Kohlgemüse, weil das sättigt eigentlich ziemlich gut. Ja, so sieht das momentan aus. Aber ich habe mich auch durch sehr, sehr viele Dinge durchprobiert, auch durch so ein paar Fertigprodukte, wie zum Beispiel eine vegetarische Bolognese-Soße und sowas.
Also, es hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Und hat sich absolut gelohnt, die Erfahrung mal zu machen und jedes Mal einfach zu merken, dass das eigentlich gar nicht lecker ist. Das wird nur dann lecker, wenn man sehr, sehr stark entgiftet und dann sehr, sehr gelüstet noch irgendwas. Wenn man dann aber trotzdem was Gutes isst, also einen richtig schön angemachten Salat, dann verfliegt die Lust danach wieder. Aber man braucht dann halt sowas erstmal im Haus. Ja. Ich kann mal kurz vorlesen, was ich als nächstes im Biomarkt kaufen werde. Das ist ein grüner Hokkaido-Kürbis. Das ist dann kein unreifer Hokkaido, sondern eine andere Art. Die soll noch feiner schmecken. Dem backe ich immer ganz gerne in dünnen Scheiben geschnitten. Das ist so eine, die hat, also der Hokkaido hat pro Kilo 55 Gramm Stärke. Ich esse dann meistens einen halben von. Das ist dann ungefähr nur ein Sechstel Stärke, wenn man so eine komplette High-Carb-Mahlzeit essen würde aus Kartoffeln oder Reis. Das ist ein Sechstel Stärke davon. Das ist halt auch noch gebacken. Also deswegen schneide ich es auch in relativ dünne Scheiben. Das schmeckt dann auch einfach deutlich, deutlich, deutlich besser. Also wenn man den nur einfach halbiert, den Kürbis, und dann backt, habe ich gemerkt, das schmeckt mir überhaupt nicht. Das ist richtig krass, dieser Unterschied. Der Unterschied ist so krass, also mir schmeckt es wirklich überhaupt nicht, aber wenn er in dünne Scheiben gebacken ist, ist das das Beste, was ich in meinem ganzen Leben wirklich gegessen habe. Neben den qualitativsten, reif geernteten, tropischen Früchten. Also das ist so das Ultimate. Und danach kommt wirklich bei mir gebackener Hokkaido. Ja. Einen Salat werde ich mir holen, zwei Zucchini, Kokosflocken, Kokosmilch, also nicht Kokosdrink, sondern ganz normale Kokosmilch. Die mache ich öfter als Geschmacksgeber und Fettgeber in jetzt so gedünstetem Gemüse. Zwetschgen sind am Angebot, Honigmelone, einmal passierte Tomaten, zweimal salzfreies Tomatenmark. Schmeckt deutlich besser als das salzfreie von DM. Aber es sind wirklich Welten wieder mal. Das ist richtig krass. Also der Unterschied von Bio zu richtigen Bio in einem richtigen Biomarkt, Bioladen, das sind einfach Welten. Am besten wirklich konsequent nur noch da kaufen. Der Tomatenmark, eine Tube kostet 1 Euro oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt wirklich teuer. Dann hole ich mir da Dattelsirup oder Apfelsüße. Oder Apfelsirup war es, glaube ich. Einfach nur als Backup-Plan, wenn ich halt nicht gerade die Datteln zu Hause habe oder auch nicht gerade warten kann, bis die eine Stunde einweichen und dann mit Wasser pürieren, das Wasser vorher noch filtern irgendwie, wobei es auch eine Woche hält, wenn man das einmal macht. Aber trotzdem will ich es gerne mal als Backup-Plan da haben. Dattelsirup ist dann natürlich nicht Rohkost. Ein paar Tomaten sind momentan wirklich, wirklich sehr teuer, habe ich gemerkt. Zwei Paprika, ein Lauch, drei Topinambur-Knollen, die brate ich gerne an, schmeckt dann wie Fleisch, nur besser. Und dann habe ich hier ein paar Sachen mit Sternchen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das hole. Das wären zum einen Reisnudeln. Das sind die Nudeln, die mir am besten schmecken, neben den Spielberger, Demeter, Dinkel, Auszugs, Bauernspätzle, weil ich als Kind am liebsten Spätzle gemacht habe. Das sind vegane Spätzle übrigens. Und das, ja, Auszugsprodukte im Getreide halte ich für sinnvoller, aber nur mit Gemüse kombiniert. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dann habe ich noch als Sternchen 12 Demeter-Kartoffeln. Die Bauernspätzle. Ja. Der grüne Hokkaido ist auch mit Sternchen versetzt, weil ich momentan gar nicht so Lust auf Stärke habe. Sonst noch was? Sonnenblumenkernbutter habe ich da jetzt entdeckt. Also es ist einfach Sonnenblumenkern gemust mit, glaube ich, ein bisschen Öl oder Salz oder sowas, auch noch ein bisschen. Kostet 2,80. Jo. Das ist nur mein Einkauf da, sage ich mal. Ja, das
Jetzt haben die gerade beim Rossmann weißes Mandelmus im Angebot für 6 €. Das werde ich mir auch holen. Als Backup oder halt nicht Backup, sondern als Vorrat 2 Dosen bio-geschälte Tomaten, weil die frischen Tomaten momentan wirklich extrem teuer sind irgendwie. Und alles, was nicht bio ist bei Tomaten, das ist irgendwie extrem vergiftet und schmeckt doch irgendwie nicht. Und auch die Bio-Tomaten aus dem Supermarkt schmecken überhaupt nicht. Also das ist so, dass eines der Lebensmittel, die überhaupt nicht schmecken, wenn man die nicht in wirklich sehr, sehr guter Qualität findet. Die sind einfach so verzüchtet und boah, ich finde das ekelhaft einfach, wie die Tomaten schmecken heutzutage. Ja. Dann Kokosmilch. Ach, das hatte ich ja schon erwähnt beim Biomarkt. Aber das ist also 1 € günstiger, weil da jetzt diese Woche 20% auf alle Bioprodukte sind im Rossmann. Deswegen werde ich mir da die Kokosmilch holen. Obwohl die wahrscheinlich deutlich weniger gut schmeckt wie die von Rapunzel im Biomarkt. Gemüse-Tortellini für 1,60 gibt's da. Also es ist einfach mit Spinat, Lauch, Zwiebeln, Karotten gefüllt. Einfach mal ausprobieren. Ja, im Prinzip bringt es eigentlich nichts, dass ich das ausprobiere. Im Endeffekt weiß ich sowieso, dass ich es dann irgendwann wieder weglassen werde komplett. Aber irgendwie hat dieses Kindliche einfach diesen Drang danach, es auszuprobieren. Auch wenn ich selber den Spinat und die Karotten und die Zwiebel dazu machen könnte und so weiter. Aber ich will es trotzdem ausprobiert haben, bevor ich sage, dass ich sowas alles nicht mehr machen möchte oder oder vielleicht, dass sich halt irgendwas doch herauskristallisiert, was einfach so gut schmeckt und so gut stimuliert, dass ich das ab und zu noch drin haben würde. Momentan trinke ich einmal die Woche oder alle 2 Wochen, so wie ich Bock einfach habe, Malzkaffee. Das finde ich sehr, sehr lecker. Das ist basisch, weil es aus gekeimtem Getreide ist. Also Karo-Kaffee einfach auch. Ich hole den bei DM oder Rossmann. Also das sind Gerstenkeimlinge und sonst keine Zutat. Brühe ich mit Pflanzenmilch auf und tue ein Süßungsmittel rein. Schmeckt hammergut, finde ich leckerer als Kaffee, muss ich sagen. Und deswegen hole ich mir dann halt manchmal so einen Haferdrink, aber nur für diesen Kaffee. Sonst schmeckt der einfach nicht. Also ich finde Haferdrink, das ist so mein Lieblingsvegane Milch. Mandelmilch mag ich überhaupt nicht, der schmeckt irgendwie wie Marzipan, aber flüssig, das mag ich überhaupt nicht. So flüssiges Marzipan. Boah. Obwohl ich Marzipan generell mag. Kokosdrink fand ich total ekelhaft. Aber für den Malzkaffee finde ich Kokosdrink das Beste überhaupt. Das schmeckt einfach nur engelsgleich. Das schmeckt göttlich. Könnte ich mich reinsetzen, ehrlich. Zum so trinken finde ich Haferdrink am leckersten. Aber zum so trinken bringt mir nichts, da kann ich auch einen Fruchtsaft trinken. Deswegen diesen Haferdrink, den hole ich mir manchmal dafür. Der ist halt doppelt so günstig wie der Kokosdrink. Ja. Das war's eigentlich sonst, was ich sonst allgemein momentan hole, sind Kaktusfeigen im Netto. Die kosten nur 1 € pro Packung, das heißt 2 € pro Kilo. Das sind, ich glaube, ne, ja, Top 3 meiner Lieblingsfrüchte. Ich weiß jetzt nicht, wie belastet die sind konventionell. Ich hole mir die einfach, die schmecken einfach so gut. Jetzt eine Zuckermelone beim Türken, die von Aldi, die kratzt mir total im Hals, das mag ich überhaupt nicht. Da sind halt wahrscheinlich irgendwelche Stoffe drin, die nicht so genial sind. Die vom Türken, die sind gut, kostet aber auch 4 €, ist aber auch dann ein Riesen-Oschi. Wo stehen denn? Ach hier. Biotrauben für 2,50 bis 3 € pro Kilo momentan. Oder nicht Biotrauben, aber nur der Sorte Palieri. Das sind die blauen Trauben, also dunkle Trauben. Also nicht die roten, sondern die dunkleren. Die gibt es manchmal im Norma oder gab es auf 1,50 das Kilo und im Edeka, ich glaube momentan immer noch 2 € das Kilo. Die finde ich extrem lecker und die Sorte Palieri, die ist nämlich fast nicht belastet. Das ist eine der wenigsten Traubensorten, die nicht belastet ist. Dann hole ich momentan wieder Birnen der Sorte Confiance, aber nicht die belgischen. Die gibt es momentan für 1 bis 2 € das Kilo in saftig gerne.
Dann habe ich hier Äpfel Cox Orange, also meine Lieblingssorte, und die kriege ich halt kostenlos, wie schon erwähnt. Bio-Mango bei Edeka 1,50. Bio-Orangen bei Quinta habe ich jetzt endlich mal wieder seit einem halben Jahr eine Kiste bestellt. Orangen sind einfach essential, finde ich. Zuckerbrune hatte ich erwähnt. Feigen gibt es momentan für ungefähr 30 Cent das Stück. Da habe ich 20 noch hier liegen, also frische Feigen, auch Top 5 meine Lieblingsfrüchte. Also puh, also wenn man mal richtig Hunger hat, und da habe ich dann zum Beispiel Pfirsiche, glaube ich, gegessen. Oder waren es Äpfel? Eins von beiden. Da hat mich das ganz gut zufriedengestellt, und habe ich trotzdem noch Feigen gegessen. Das hat mich dann so ultra gesättigt. Also es ist richtig Hammer. Also die Feigen, die zählen jetzt zu süßen Früchten, und da gibt es ja gar nicht mal so viel davon. So ähnlich wie Bananen. Nur dass die Feigen eben nicht dehydrieren wie die Bananen und auch nicht zu viel Zucker haben wie die Bananen. Und gleichzeitig nicht so überzüchtet sind und fein aromatischer sind. Also es ist ja eine sehr, sehr ursprüngliche Frucht. Und das ist so Hammer, wie die einfach sättigen als Frucht. Das finde ich richtig genial. Leider fast nur im September erhältlich. Ja, Datteln hole ich mir manchmal im Norma, die ich einweiche oder mit Salat esse. Hokkaido-Kürbis manchmal. Bio-Avocado bei Edeka. Manchmal noch Bio-Bananen beim Türken. Kriege ich für 30 Cent das Kilo. Mache ich mit gefrorenen oder frischen Heidelbeeren einen Smoothie draus. Oder ich mache einen Smoothie aus Pfirsich, Mango und Apfel. Ich habe jetzt 140 hier von unserem Baum geerntet, aber schon fast alle aufgegessen. Innerhalb von 4 Tagen. Weil es einfach perfekte Früchte sind, auch halt komplett reif geerntet. Das einzige nicht perfekte daran ist, dass wir direkt daneben ein Feld haben von einem Bauern, der halt spritzt. Und das kommt natürlich auch ins Grundwasser und damit auch in diese Früchte teilweise. Ja, ansonsten hole ich allgemein auch noch Zwiebeln, ja, Lauch, Karotten, Sellerie. Sellerie ist essential. Diese Bauernspätzle. Manchmal Basmati-Reis, aber sehr, sehr selten. Vielleicht einmal oder zweimal, einmal im Monat oder alle 2 Monate. Aber Basmati-Reis ist der einzige Reis, der überhaupt schmeckt. Und ja, ich habe auch mal Quinoa ausprobiert, aber schmeckt mir eigentlich nicht so. Das schmeckt mir sehr, sehr erdig. Buchweizen mag ich eigentlich auch nicht mehr. Höchstens gekeimt oder so, und da bin ich aber zu faul für. Einkorn.